Was geht ab, Freunde? Wir machen direkt weiter mit Spider-Man 2. Diesmal mit Venom-Anzug. Ja, mit Symbiontenkräfte und alles. Ich hab voll Bock. Es wird so funny. Und wir nehmen die jetzt komplett auseinander. Why not, ne? Eine Menge Jäger für etwas Wodka und Kaviar. Warum macht Kraven das alles jetzt? Hilfe! Das ergibt keinen Sinn. Sein. Niemand hört dich schreien. Eben noch jagt er Superschurken und jetzt bewirtet er Gäste? So. Frendos. Was wollt ihr hier machen, Leute? Hä? Muss ihm im Zoo übel zugesetzt haben. Sir, alles okay? Warum? Hier! Ich kann das zu eurem Boss bringen! Oh mein Gott, Alter. Komm mal her! Wenn ihr mir nur sagt, wo er ist! Na toll! Noch mehr von euch! Er und ich haben noch eine Rechnung offen! Er ist so abgefahren, ne? Ihr wollt mir nichts sagen? Es ist so abgefahren. Ich hab so Bock auf das Game. Noch mehr als davor. Ganz ruhig, dir geht's ziemlich schlecht. Ich helf dir. Ins Krankenhaus, bitte. Nicht weit weg ist eins. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Komisch, warum ein Zivi? Du bist sicher. Okay. Wohin muss ich jetzt? 718 Kind. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Hey Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Kraven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. Wow, ich bin ein Spion. Ein Spider-Spion. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Hey, hey du, komm mal her. Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los! Okay, ich glaube, deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann suche ich mal Dima. Dima? Wer ist Dima? Leibwächter? Okay. Nicht aufstellen, ich weiß, du hörst mich. Lass mich nicht. Lass mich aber, du hast gesagt. Das war vor 30 Minuten, ich brauch es jetzt. Schicker Anzug aber, ne? Sehr schick. Ich bin ziemlich schick. Und fühle mich großartig. Ich war in der Hauptstadt. Ich wollte nicht von deinem Sport. Sie haben Freunde und Familie weggebracht. Ich floh in Richtung Grenz. Auf dem Weg traf ich Craig und seine Leute. Sie beschützten mich auf der Reise. Wo können wir denn hin? Können wir hier lang? Entschuldigung. Wir sind mit Craig gekommen, um den
als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Oh, wie groß ist das hier? Bewegung, sonst breche ich dir was. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Ah! Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass Venom hat einfach geholfen. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Hast du gesehen, dass er oben die Stoßzähne aufgehängt hat? Ja, er ist stolz auf seine Worte. Zu Recht. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, okay. Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Crazy, was jetzt hier abgeht. Mit bloßen Händen auseinander. Er ist nicht dein Ziel. Tötest du ihn? Er lebt nicht. Darf man vielleicht mitspielen? Hier ist der Leibwächter anscheinend. Das muss er sein. Ihr Essen, Sir. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen, wie groß Dima ist. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Stell nur den Teller hin und geh. Ganz einfach. Mal sehen, wie es dir geht, wenn du es machen musst. Hervorragend. Wenn ich schon die ganze Zeit darüber reden, ne? Hab ich Angst? Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach! Auf den Weg! Dieses Chaos hier! Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot! Aus dem Weg! Nein, nicht, warte! Was stehst du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte! Hast du gar nicht! Ich hab ja nichts. Komm schon, komm schon! Seid still, alle beide! Sammelt schnell alles auf und weiter! Erst Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Okay. Ganz einfach. Ja, wir machen das, Peter. Wir haben krasse Fähigkeit mittlerweile. Du bist nicht zufällig, Dima. Mist. Oh, das erklärt das Geheimnis. Da ist jemand hungrig. Ein Tiger. Das ist neu. Okay, geben wir Dima was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da ist es.
Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Craven ist. Aber zuerst mache ich einen Tierpfleger. Okay. Okay, wir können es auch. Okay. Da drüben ist ein Jäger. Wo ist ein Jäger? Ach, da unten. Was kann ich wohl einspinnen, um abzulenken? Was war das denn? Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das klang schräg. Diese Mahlzeit muss ich noch etwas verfeinern. Wo ist der schlafende Jäger? Okay. Beim schlafenden Jäger ist viel los. Hat das wer gehört? Das bleibt unter uns. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Wenn das nicht klappt, bleibt nur noch die Nachspeise. Ich. Crazy, ne? Hi, Dima. Ich bin wieder da. Mit einem kleinen Snack. Bissen vom Spidey-Koch. Craven ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Weit und breit kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Ich glaube, das ist einfach nur Wein. Oder Blut. Weil Craven ist auch so ein heftiger Jäger, ne? Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Ey, ich bin auch so gehypt auf den Craven the Hunter-Film, ne? Als ich dachte. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Der soll ja im Dezember kommen. Dieses Jahr. So, Bock. Kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Sind das auch Cravens? Es ist Zeit zu beten. Mit diesen Worten eröffnete meine Mutter jede Jagd. Andere verbrachten die Nacht bei einem Festmahl und tranken sich ins Vergessen. Wir nicht. Nicht die Kravinovs. Okay. Für uns war die Jagd heilig. Eine Pflicht, die uns von einer höheren Macht auferlegt war. Raubtiere zwingen die Schwächeren dazu, stark zu werden. Wir formen die Welt, sagte sie immer. Alter, das ist ja... Das ist ja wie so ein Horror. bei Kerzenschein teilten wir das Pascha. Das ist Pascha. In unserer Kapelle. Hörten wie die Vorfreude in unseren Bäuchen wuchs. Waren bereit, unsere Ahnen zu ehren. Ihr Blut durch unsere Adern fließen zu spüren, auch wenn sie nicht mehr da ist, setze ich diese Tradition fort. Okay. Die Feuer wurden entzündet, die Kapelle ist vorbereitet. Heute Abend werde ich hoffentlich zum letzten Mal beten.
Die Jagd beginnt und wenn ich nicht zurückkehre, umso besser. Die Kapelle ist bereit? St. Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. Dima? Das ist nicht, wonach es aussieht? Lasst ihn am Leben! Okay, Anzug. Mal schauen, was du kannst. Oh mein Gott, jetzt geht's ab, Leute. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Was? Die Symbiontenwelle stärkt die Wucht deiner Angriffe enorm. Solange sie aktiv ist, löse sie aus, wenn deine Symbiontenwelle-Anzeige voll ist. Ich fühle mich so stark! Ey, das ist so krass, es ist so wild. Das Teil weiß exakt, wie ich gerne kämpfe. Ja, wo sind denn hier welche noch? Leute, kommt doch mal runter, es gibt was zu feiern. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Daran könnte ich mich gewöhnen. Es ist zu wild, was hier abgeht. Wie gefalle ich euch jetzt? Wo sind denn noch welche? Oh, da ist der Dickerchen. Na, Dickerchen. Okay, ich weiß nicht, was hier abgeht. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Ja, haben wir schon gesehen, haben wir schon gesehen. Ich fühle mich so stark. Nochmal. Ich bin ein bisschen konzentriert gerade, weil ich nicht wieder broken gehen will. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ein Ende!
Okay. Ich glaube, jetzt bin ich drinne. Was macht denn dieser Fettsack? Wo ist denn noch jemand? Ach, hier! Ich muss schnell zur Kapelle. Das war lustig. Kein Craven, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch, als würde er mich kennen. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Versprochen. Okay. Wir haben halt noch echt viel zu tun. So. Ne? Wir gucken mal rein. Wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt. Ja. Sehr nice. Joa. Die Story. Müssen wir jetzt zur Kapelle hin? Können wir nicht was anderes machen? Okay, dann gehen wir hin. Ich dachte, wir können jetzt mal schnell was anderes machen, so eine kleine Nebenmission oder so, oder ein Verbrechen, aber das Spiel will direkt, dass wir da hingehen. Das ist crazy. Wir gehen wieder. Du bist es! Ich wusste doch, dass es zwischen uns gefunkt hat. Ich würde dich ja gerne besser kennenlernen, aber ich habe ein paar Dinge zu tun. Weißt du, dein Chef wird nichts Gutes im Schilde. Das ist meine Stadt, nicht sein Dschungel. Er hat Scorpion getötet, Lizard freigesetzt. Und er hat mich brutal niedergestochen. Ich möchte mit ihm reden. Besonders über Letzteres. Noch mehr von dem? Egal, wir machen was mal hier ein bisschen Action. Yo. Was ist los? Ey. Nein, das tat nicht weh, Kollege. Ich zeig dir gleich, was weh tut. Ja, alles klar. Mehr kannst du nicht? Unterwegs.
ist er down? Ich glaube, der Wächter ist vollkommen down. Gleich knallt's, natürlich knallt's gleich. Guck mal, was jetzt knallt. Wo knallt's jetzt hier? Jo. Es ist zu krass, es macht zu Bock, ne? Aber es geht vollkommen ab. Hä? Na komm mal her, Kollege. Jetzt genug, Trara. Ich komme, Kraven. Ich möchte ein Serum für einen Dr. Connors abholen. Setzt es nicht frei. Ich bin nur hier, um meinen Freund zu retten. Wir bringen das später zu Ende. Ich hab das Serum. Bin unterwegs zur Emily May. Wie ist es gelaufen? Richtig gut. Mit Kraven wurde es ein bisschen heftig. Er ist irgendwie stärker, als er aussieht. Ganz schön schräg. Hey, Hauptsache, dir geht's gut und du hast das Serum. Super gemacht, Kumpel. Ich bereite alles vor. Wie lief es wirklich? Es war total... Ich wollte Harry nicht beunruhigen. Es scheint, dass bestimmte Frequenzen beim Anzug zu Fehlfunktionen führen. Wie schlimm ist die Fehlfunktion? Geht so. Aber ich schaff das schon. Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber pass dort draußen auf dich auf. Erzählst du mir, wie es im Labor war? Natürlich. Bis bald. So, das war wieder mal eine richtig lange Folge, aber echt geil. Echt eine geile Folge diesmal.
Nächste Folge wird es wieder halt ein bisschen chilliger. Wir werden die ganzen Sachen machen hier. Graffiti und Gefängnisausbruch? Okay. Und ja, wir haben Basen auch, also ja, wir werden wieder, glaube ich, mehr Basen machen und alles. Ja. Ne? Wenn es euch aber gefallen hat, dann wait. Es sieht so geil aus, ne? Egal. Nächste Folge machen wir weiter. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung gelassen, kommentieren, ihr wisst es. Und haut rein. Tschüss.